Die 4A der Paul-Gerhardt-Schule aus Uerdingen darf heute einen Blick in die Vergangenheit werfen. Und zwar im Deutschen Textilmuseum in Krefeld. Hier gibt es seit dem 17. März die Ausstellung Der Kinderbunte Kleidung. Dort wird Kinderkleidung vom 18. Jahrhundert bis heute gezeigt. Die 22 Schüler der Krefelder Schule sind sichtlich beeindruckt zu sehen, wie sich Kinder früher gekleidet haben. Mit großen Augen bestaunen die Viertklässler Matrosenanzüge, Pünktchenbikinis und pelzbesetzte Jacken. Der Großteil der Ausstellung stammt aus dem eigenen Fundus des Museums. Nach der Besichtigung der Ausstellung ist für die Krefelder Schüler aber noch lange nicht Schluss. Jetzt geht's ab in die Museumsscheune. Die ist nur einen kleinen Fußmarsch entfernt. Die Kinder wissen noch nicht, was auf sie zukommt. Spaß machen wird es ihnen aber sicherlich. Denn es hat etwas mit Basteln zu tun. Natürlich unter dem Oberthema Kleidung. Ziel der Aktion ist es, dass wir junge Leute, vor allem richtig junge Leute, in unsere Ausstellung bekommen. Bisher haben wir überwiegend halt älteres, fortgeschrittenes Publikum und wir wollten ganz gerne eben mal die Jugend dazu kriegen, sich mit unseren Themen auseinanderzusetzen. In der Scheune angekommen dürfen sich die Viertklässler erstmal eine kleine Papierpuppe aussuchen. Die Mädels nehmen dabei natürlich die Frauen und die Jungs die männlichen Püppchen. Mit Stiften und Schere werden die kleinen Figuren zurechtgestutzt und schon mal bunt gemacht. Dann folgt aber der eigentliche Spaß. Aus Kisten und Säcken voll mit Stoffresten, Pailletten und kleinen Knöpfen können sich die Kinder bedienen. Alle ausgesuchten Utensilien landen dann mit Hilfe von Kleber auf den Papierpuppen. Alles ganz nach dem eigenen Geschmack der Kinder. Also sie kriegt ein... karierte Hose und da will ich noch, lila Schuhe machen, das ist sehr abstrakt, finde ich, und sieht auch schön aus, also anders als bei anderen. Und was oben hinkommt, weiß ich noch nicht, das werde ich noch gleich machen. Die Krefelder Schüler haben schon vor ihrem Besuch viel über das Thema Kleidung aus der Vergangenheit gelernt. Nähen Beutel und Taschen im Unterricht. Wie aber die Kinderkleidung früher aussah, wirklich, die kannten wir immer nur von Bildern, haben wir jetzt im Museum erfahren. Das war eben halt eine ganz große Bereicherung, da eben eine Führung zu bekommen. Die fertigen Puppen der Kinder landen heute noch im Museum. Hier dürfen sie dann bis zum 18. Juli 2013 hängen und bewundert werden. Die Ausstellung Der Kinderbunte Kleidung ist noch bis zum 29. September im Deutschen Textilmuseum in Krefeld zu sehen.